Wie geht's, Freunde? Ich hoffe, euch geht's besser als mir, denn heute werde ich ausgenutzt für die Wissenschaft. Die Idee ist von Thomas. Thomas, wie geht's dir? Mir geht's gut, weil ich dich ja heute ausnutzen darf für die Wissenschaft. Genau. Thomas freut sich, weil er dann meine DNA nutzen kann, um einen Klon von mir zu erstellen, in weiblicher Form, den er dann ganz ekelhaft für die Wissenschaft, liebe Freunde. For the Research. Mit diesem Test können wir anscheinend erforschen, woher ich wirklich komme, was für Nationalitäten ich in mir trage, was für Ethiken in mir schlummern. Viel lustiger wäre, wenn wir die DNA von einem Huhn nehmen und dann ans Labor schicken eigentlich. Sie sind 50% Huhn und 50% Huren. So. Ich würde sagen, wir machen das jetzt einfach, oder? Ich würde einmal ganz kurz mich verabschieden von meinem Dad, weil ich glaube, dass ich eh adoptiert bin. Ja, grüß dich. Schön. Wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Ich bin einkaufen. Ah, okay. Ich mache gerade einen DNA-Test, um zu gucken, was für Nationalitäten in mir schlummern. Hast du an der Stelle noch irgendwas zu sagen? Bin ich eventuell adoptiert? Dann ist, glaube ich, jetzt der richtige Zeitpunkt, das zu sagen. Nein. Die Verbindung ist sehr schlecht, klang nach einem Ja. Dann lege ich einfach mal auf. ich schreibe ganz kurz meinem Vater. Lebe wohl. Bevor ich diesen Test mache. Boah, das ist aber stylisch gemacht. Ist ja verpackt wie so ein Handy oder sowas. Was? Wo ist, siehst du hier ein Handy? Pack. Nein, das ist halt wie so eine kleine Handkonsole hier. Eine Handkonsole. So eine überneue Switch. Was ich vorweg nochmal sagen möchte ist, ich dachte immer 50% singapurisch, wegen meiner Mutter. Und mein Dad ist ja deutsch, aber hat auch nochmal rumänische und tschechische Gene, ja? Das heißt, mal sehen, ob das stimmt. DNA Kit Activation Reminder. For the best results, please do not eat, drink, chew, gum or smoke for 30 minutes before collecting your DNA sample. Habe ich jetzt schon verkackt alles, ne? Ja, dann müssen wir warten jetzt. Du hast quasi alles gemacht, was du nicht machen solltest. Genau. Ich habe Kaugummi gekaut, ich habe Alkohol getrunken, ich habe da auch schon gegessen und ich habe in den letzten 30 Minuten 30 Minuten lang geraucht, ja. Egal, 30% singapurisch, 20% Nikotin. Man muss ja immer gucken bei Verpackung, dass dahinter nicht noch AirPods sind. Ist da nicht irgendwie ein Rückumschlag, wo man das wirklich mit verschicken kann? Es interessiert mich nicht, was du sagst. Nee, das ist der Rückumschlag. Damit schicke ich das quasi ans Labor. Ach, da steht schon drauf. Perfekt. Gut, dann warten wir jetzt 30 Minuten. Halbe Stunde ist um. Circa, ne? Ich zeige nochmal ganz kurz, was wir so alles haben. Wir haben hier so ein Wattestäbchen. Sieht ein bisschen aus wie ein Corona-Test. Dann tun wir die hier rein. Weißt du, was du selber bist eigentlich? Ich? Ja. Null. Ich schon. Ja, ich kann es dir vorstellen. Was denn? Ja, keine Ahnung. Ein Huh? Ein Huh? Nee, das wollte ich nicht sagen. Nee? Nee. Was denn? Bastard. Mom? Ja? Kannst du dich mal kurz hier hinsetzen? Was ist das? Okay, kurze Frage. Ich werde jetzt gucken, was in mir steckt an Nationalitäten. Mhm. An der Frage, an der Stelle einfach nur, bin ich adoptiert? Nein. Hat lange gedauert. Sie hat erst kurz genickt, ne? Sie hat erst genickt, ja. Sie hat kurz genickt. Und nochmal. Nee, ist okay. Ja, schon okay. Nee, ist okay. Was glaubst du, was der DNA-Test sagen wird, was ich bin? Du bist auf jeden Fall chinesische Abstammung, ne? Dann indonesisch ein bisschen. Dann Russisch. Ja. Das wird der Test dann uns sagen. Ich hast du gelogen, hast du mein Leben dann gelogen, ne? Nein, die Sache ist, indonesisch bin ich ja ein bisschen unsicher, weil mein Vaters Vorfahren kommen alle ursprünglich auch aus China. Es ist ja möglich, dass da Indonesisch nicht auftaucht, weil die chinesische Abstammung ging ja nach Indonesien, weißt du? Das heißt, du hast die Hälfte bestimmt chinesische Abstammung. Wie macht man das? Machst du selber? Ich mach das selber. Ich darf das nicht machen. Ich mach das. Ich mach das selber. Ja. Ich mach das. Nee, ich mach das. Nee, ich glaube, ich mach das. Ich glaube schon, dass ich das eher mache, ja. Ich löge mich ein in einer Webseite meines Vertrauens. DNA-Kit aktivieren. Ich habe DNA-Einwilligungserklärung nach erfolgender Aufklärung gelesen und akzeptiert. Aktiviere das einfach jetzt, komm. DNA-Kit ist erfolgreich aktiviert worden. Warte, bevor wir das Ganze machen hier. So, wir nehmen jetzt erstmal deine linke Wange. Schönes Gefühl. Ich kann normal für mich. Nicht Mund auflassen. Ich muss es weiter drehen die ganze Zeit. Ah, dreh doch. Ich glaube, das reicht.
Okay. Kannst du das einmal unten festhalten? Ist doch nicht widerlich. Warum machst du die ganze Zeit Bar? So easy, entspannt. Ist halt ungewohnt, ne? Einem im Mund rumzufummeln. Das ist mein DNA jetzt. Okay, du bist ready? Du musst sagen, ob du ready bist. Ich du hast ja ein Problem damit, nicht ich? Nee, ich mach kein Problem. Mund auf. Mach auf, sonst schickst du. So. Da kommt das hier dazu. Bumm, fertig. So, und dann kommen bald meine Ergebnisse und ich werde ein bisschen mehr über mich erfahren. Jeder wird hier erfahren darüber, was ich eigentlich bin. Ein Hu. Das ist sehr spannend, ich freue mich. Das war eine sehr gute Idee, das Video hast du sehr gut gemacht. So, Brief ist fertig. Kann man hier noch reinwichsen. Das ist meine DNA. Das schicken wir jetzt ab ins Labor. Dann kriegen wir die Ergebnisse und schauen die gemeinsam an. Ich weiß nicht, was ich, mittlerweile bin ich immer unsicherer. Also seit wir das hier einen Abstrich gemacht haben, rasten diese Hühner aus. Man sagt ja auch, dass Tiere oft Sachen vorahmen, ne? Soll ich mal einen Huhn hier reinholen? Das ist Hotwing, Freunde. Sag mal Hallo. Es ist soweit, Freunde! Ich werde herausfinden, bin ich ein richtiger Asiate, bin ich ein Almer, bin ich russisch geprägt? Denn ich habe die Ergebnisse bekommen, woher ich komme, woher meine Gene sind, von welchem Schwanz ich abstamme, durch welchen Eileiter ich durchschwommen bin. Hä? Den kennst du doch, den Eileiter. Denkst du? Ich bin sehr, sehr aufgeregt, was heute passieren wird. Heute werden Familien gebrochen. Ob ich Sohn meiner Mutter bin? I don't know. I doubt it. Ob ich Sohn meines Vaters bin? I doubt it, Freunde. Thomas hat schon gesehen, ne? Du hast schon gesehen. Und, ist schlimm? Interessant. Interessant, sagt er. Wer schneidet das, Erik? Ja. Fick mich, Erik. Vor 2-3 Wochen habe ich diesen Test gemacht. Das Einzige, was sich geändert hat, ist das hier. Übelster Abfuck. Falls ihr in der Netflix-Serie, die wir gerade drehen, sehen solltet, dass ab und zu das Ding ist und ab und zu wieder weg ist, dann wisst ihr, dass ich mich übertriebenst darüber abfacke. Aber dass das Ding ist unabschminkbar. Vor allem, der ist größer als letzte Woche. Ja, das nicht. Ich glaube, du fummelst da dran rum, oder? Ich fummel da mittlerweile gar nicht mehr rum. Nee, auf gar keinen 100%. Fall. Nee. Ich habe selber noch keinen Einblick gehabt auf diese Webseite. Weiß nicht, was mich gleich erwarten wird. Umso spannender wird es für mich sein. So, okay. Ich mache Augen auf, ja? Chinese und Vietnamese, Alter? Was habe ich denn mit Vietnam zu tun? Da fuchse ich mich mal ein bisschen hier durch. Also ich bin 49,8% Chinese und Vietnamese, 18,4% Osteuropäer und 31,8% 8 weitere Ethnizitäten. Ethnizitäten, Alter, das ist ein Wort? Sie haben 10 Ethnizitäten. Ich bin ein richtiger Bastard. Darf man das sagen, Bastard? In dem Sinne schon. Ein DNA-Bastard bin ich. Ein Gen-Bastard. Komplette Schätzungen ansehen. What the fuck, Alter? Ich bin auch Zentralasiate. Das ist schon so ein Titel. So ein Adelstitel wahrscheinlich. Ich glaube, das ist mein neuer Name einfach. Ich benenne Julian Bam um in Zentralasiate einfach. Das ist ja interesting. Und man kann hier direkt sehen, was so aufploppt. Aber ich habe doch nichts mit China zu tun. Ich bin doch eher aus Singapur. Ich bin Osteuropäer. Klick da mal drauf. Oh, über diese Ethnie. Menschen osteuropäischer Herkunft können Wurzeln unter anderem in Russland, der Ukraine, Polen und Ungarn haben. Zu Beginn unserer Zeitrechnung war die Region weitgehend von slawenisch und baltischen Stämmen bevölkert, mit späteren römischen, mongolischen und osmanischen Invasionen. Deswegen kann ich auch Latein. Hic vorum est populus properat, sit Marcus et Claudium circum spectat. Alter, ich bin 8,3% Skandinavier. Ich wusste es. Das ist ja am wenigsten. Echt? Ja. Da kennst du mich echt schlecht. Ich bin 7,1% Italieno. Holy shit. Ich habe Gene überall. Finne. Ich bin ein Finne, Alter. Ich habe 3,9% Finne-Gene in mir. Ich bin ein Jude. Ein Jude? Ich bin ein Jude. Sag mal, was auf Jiddisch? Bubele. Ey, ich muss es meinen ganzen Kollegen hier, all meinen Kollegen schicken. Ey, ich bin einfach ein Jude. So 2,4%. Wie geil ist das? Wie kommt das zustande? Ja, dass halt deine Vorfahren nicht quasi im eigenen Dorf sich aufgehalten haben zu schnackseln, sondern auch gern mal bei den Nachbarn geklopft haben, ne? Und sagen, hey, ich habe gesehen, du bist alleine. Sollen wir mal ein bisschen, you know. Oder Mesoamerikaner und Andenländer. Ich habe Gene von überall, Alter. Ich bin einfach alles. Ich bin multikulturell. Dafür, dass ich nicht mal Deutsch kann. Sehr strong auf jeden Fall. DNA-Matches jetzt. Die haben momentan 621 Matches.
die beziehungsmäßig zu mir gehören könnten. Ach guck mal, du hast eine Person, die eng sein könnte. Da klicke ich jetzt drauf, ja? Bruder, wer ist Heidi in Australien? Vielleicht kennt mein Dad die. Gemeinsame DNA 7,2%. Aber wer ist denn Heidi? Du musst dir gleich mal deinen Dad fragen. Ey, du kannst sie sogar anschreiben. Ich kann die direkt anschreiben. Heidi kontaktieren. Wir kontaktieren sie jetzt. Werde ich etwas erben? Voraussichtliche Verwandtschaft. Großonkel oder Großneffe. Neffe zweiten Grades. Großneffe zweiten Grades. Strong. Erweiterte Familie. Ich habe eine erweiterte Familie, weil ich bin adelig. Ich bin Zentralasiate. Tamara. Piep. Der Nachname ist aber sehr funny. Leider können wir den nicht einblenden. Aber ist auch aus Australien? Oder? Auch aus Australien. Warum habe ich denn in Australien Verwandte? Woher kommen die auf einmal? Warum verbreiten die sich dort? Also ganz früher war Australien ja nur eine Gefängnisinsel, ne? Ah, daher. Das macht natürlich einiges Sinn. Maybe. Holy shit, hier ist jemand aus Deutschland. Jennifer. Einfach die Jennifer ist einfach mit mir verwandt. Was ist, wenn ich jetzt mit der zusammenkomme? Sweet Home Alabama. Guck mal, das wüsste ich doch gar nicht. Jennifer W. Und dieser Name, der ist ja so wie Maya. Sehr oft, sehr hohes Usage. Ich hoffe, ich wäre mit der zusammengekommen. Auf einmal kommt heraus, ich bin einfach ihr Cousin. Ja, das ist ja nicht schlimm. Alabama. Aus Rumänien, Kanada. Unsere Gene wurden hart verteilt auf jeden Fall. Da war jemand sehr, sehr fleißig und sehr viel unterwegs. Das ist ja hier wie Parship. So Incest Parship ist das. Nien, wir, gua, kit. Was ist da? Trying to ID Dad? Der sucht seinen Dad. Der sucht seinen Dad einfach. Holy shit. Ich bin sein Dad. Nein, ey. I am your dad. Das können wir dir nicht schreiben, der ist dann vielleicht super traurig. Vielleicht sucht er den seit Jahren. Dann schreibt jemand, I am your dad, und dann bist du das. Einer, der zu 0,2% mit ihm verwandt ist. Oh, da ist jemand aus Singapur. Zuverlässigkeit gering. Super viel ähnliche DNA ist auf jeden Fall vorzufinden in the United States. Viel aus Deutschland. Hier England. Frankreich, nein. Ich komme mit jeder Nationalität klar, einfach so. Ja, Franzosen. Okay, anscheinend ist generell Asien nicht so ganz auffindbar hier auf MyHeritage. Also trotzdem hier 50% asiatisch, aber wenig Matches. Ja. Was gibt's noch Geiles? Der Chromosom-Browser erforschen. Da kannst du jetzt jemand reinziehen und mit dem dir anzeigen lassen, welche Chromosomen übereinstimmen. So, dann nehmen wir die Heidi nochmal. Bruder, ich bin einfach selber die Heidi. Heidi und ich sind einfach eine Person. So viele Chromosomen teilen wir einfach. Ich bin sehr gespannt, was meine Eltern sagen werden. Leider ist Asien nicht so ganz vertreten. Vielleicht bin ich auch einfach kein Asiate. Das ist meine Mutter. Hallo, wir kennen uns, ne? Meine Mutter hat einen neuen Haarschnitt. Bewerte den gerne. Meine Mutter ist offensichtlich, wie ihr sehen könnt, Vietnamesin. Ja? Nee, aber guck mal hier. Nur 50% asiatische Gene, mhm, die wahrscheinlich von dir stammen. Bestimmt. Chinese und Vietnamese. Ich würde sagen 49 Chinese und 0,8 Vietnamese. Ich bin ein bisschen jüdisch hier. Oh. Was ist Ashken? Was heißt Ashken? Ashkenasischer. Ich weiß das auch nicht. Wie ein Arschkind aus Asien. Ein Arschkind aus Asien, das hast du gesagt. Da kann vielleicht dein Dad mal was dazu sagen. Bestimmt kann der ein bisschen mehr erzählen. Mehr, ja. Auf jeden Fall sehr viel China hier. Hier, Freunde, ist Singapur. Da kommt meine Mutter her. Meine Mutter ist Chinesin oder Singapurerin. Singapur. Es gab englische Kolonie, Kronkolonie, 1832 in Singapur. Deswegen sieht man auch in Singapur sehr, sehr viel englisch angehauchte Architektur auch. Richtig. Und deswegen sagt man auch, wenn man in Singapur ist, ist es sehr, sehr westlich angehaucht. Ne? Mhm. Das heißt, wenn Leute sagen, oh, nach Singapur, aber ich kenne mich mit Asienkultur nicht so gut aus, ist Singapur eigentlich gar nicht, steht gar nicht so in Frage. In Singapur ist auch Englisch Amtssprache. Mhm, und für die Leute, die sagen, ah, nee, Asien, das ist zu sehr andere Kultur, da ist man eigentlich in Singapur doch recht gut aufgehoben eigentlich, weil es dann wie gesagt sehr westlich ist. Und in Singapur gibt es auch keine Steuern für Kryptowährungen, das interessiert meine Mom. Brennen. Stonks. Okay, ich glaube, das war's schon. Alright. Dann gucken wir mal, ob mein Dad noch mehr Antworten hat. Danke dir fürs Kommen. Tschüss. Lass meiner Mutter ein Like da. Was hast du denn? Wodka für dich erstmal. Ja, merci. So siehst du aus. Falls du dich noch frisch machen willst, wäre jetzt der Zeitpunkt. Okay, viel frischer wird das nicht mehr. Ich habe dich ja einmal angerufen, da warst du im Supermarkt. Da habe ich die Ergebnisse bekommen. Ja. Und da hat sich einiges herausgestellt, was ich eigentlich bin. Da bin ich mal gespannt. Ja, Chinese und Vietnamese.
Ja, das bist wohl eher du dann. Da kommst du dann hinzu, diese ganzen komischen anderen Ethnizitäten kommen da wahrscheinlich von dir alle. Und diese ganzen farbigen Bereiche hier stammen alle von dir anscheinend. Es gibt auch einen Stammbaum, da sind ganz viele komische Namen. Und vielleicht kennst du ja sogar welche davon. Einmal ganz kurz zu meinem Dad. Mein Dad ist mit 18 bist du ja abgehauen von zu Hause und hast einfach die Welt bereist. Mit 16. Ne? Mit 16 sogar. Ohne Geld, ohne Pass. Nee, mit Pass. Ohne Klamotten, komplett nackt, schwarzfahrmäßig auf dem Boot unterwegs. Auch das, ja. Teller gewaschen statt bezahlt. Ja. Woher weißt du das alles? Ich kenne das Zeug, das mir alles schon erzählt. Da steht das da in dem Lebenslauf drin. Steht nicht bei Google, nee. Ich habe anscheinend 18,4%ige osteuropäische Wurzeln auch, die dann hierher stammen. Wie erklärst du dir das hier? Ukraine, Rumänien? Ja, Rumänien. Mein Vater kommt aus Rumänien und dessen Mutter, also meine Großmutter, die war eine reine Rumänin. Also bin ich da auch teilweise russisch und rumänisch geprägt? Ja, also väterlicher, also großväterlicherseits. Daher auch meine Alkoholsucht dann? Das kann nicht sein. Ja, ich von dir. 8,3% skandinavische Wurzeln hier. Also da habe ich noch nie was von gehört, dass sie. Aber naja, klar, die Normannen, die waren ja auch in Russland, haben die sich breit gemacht. Aber das muss ja schon hunderte von Jahren her sein. Aber es ist nicht wenig, 8,3% halt, ne? Und italienische Wurzeln sind tatsächlich auch dabei, 7,1%. Das wundert mich jetzt allerdings. Italiener? Ach so, warte mal. Oh, jetzt kommt's. Meine Großmutter, Oma, bei der ich auch groß geworden bin, das war die einzige, die von Natur aus Deutsch sprach, naja, so mindestens etwas. Die kam aus Österreich, aus Wien. Und die Wiener und die Italiener, die könnten ja, ja. Sich auch ein bisschen verbandelt gewesen sein. Jetzt ist ja direkt über die Grenze, ne? Ja. Enge Familie findet man leider nicht so viel. Heidi. Ja, die kenne ich. Die kennst du, die Heidi? Ja, kenne ich Heidi. Ja? Das ist meine Cousine von meinem Onkel in Australien. Die Tochter, eine Tochter. Er kennt die Heidi einfach. Ich kenne Heidi. In Australien ist die gerade. Man kann DNA-Match überprüfen und da steht drauf 7,2. Ja, das kommt. Weißt du, das ist ja der, mein Onkel ist ja der Bruder meiner Mutter. Und das ist die Tochter meines Onkels. Jetzt gibt es aber noch 619 entfernte Verwandte. Und da ist natürlich die Frage, kennst du da jemanden? Das ist aber vietnamesisch, ne? Ja, krass. Guck mal hier. Nguyen Vit Qua Kit. Und der hat eine Nummer hinterlassen. Trying to ID Dad. Er sucht seinen Vater. Oh, scheiße. Alter 50er. Nee, ich war erst das erste Mal in Vietnam. Du bist nicht sein Vater, oder? Nee, bin ich nicht. Wäre doch eigentlich schon fast lustig, die mal anzuschreiben und sagen, hallo. Ja, ich bin der Dritte in der Erbfolge. Wir leben deine Eltern noch. Und da nutze ich doch einfach mal meine Biografie, um Werbung für meinen Shop zu machen. Ja gut, das mit dem askenasischen Juden, ja, was ich eben haben. Diese Intelligenz, ja, ne? Ja. Das ist manchmal auch schon fast nervig. Weil alle anderen das nicht haben. Ja, man kommt sich ein bisschen ausgestoßen vor, so isoliert. Ja, das war's schon. Schade, leider gibt's nicht mehr. Das ist echt ist eine Seite, da kann man echt gut stalken. Nur die Heidi. Ja, Heidi. Lassen wir da mal liebe Grüße an Heidi an dieser Stelle. Das war's, liebe Freunde. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Mir ist auf jeden Fall sehr gefallen. Also rein theoretisch könnte man mal anfragen bei der Seite, ob die uns wirklich mal einen Forscher schicken. Ob man das noch mal ein bisschen größer aufzieht, dass man noch viel mehr in die DNA-Materie reinfuscht. könnt ihr mal auf jeden Fall ein Like da lassen, falls ihr Bock darauf habt, dass wir da noch mal ein bisschen tiefer reingehen und gucken, wie man noch so findet und was man vielleicht noch so findet. Ne? Coole Sache. Ja. Dann, liebe Freunde. Ja, ich schließe mich an.